Hallo, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist der 2. Mai. Und wenn der Spruch »Alles neu macht der Mai« stimmt, dann ist spätestens jetzt die Zeit für Ausflüge ins Grüne gekommen. Könnte man meinen, oder? Aber es soll ja auch solche geben, die es vom Land, also aus dem Grünen, hinein in die Stadt zieht. Wie in der heutigen Geschichte. Und in der wird es auch ein bisschen chaotisch. Das Land in der Stadt. Ein Stück Land wollte einmal in die Stadt gehen. Es hatte schon viel von den Autos gehört, den Motorrädern und den Bussen, die dort in unendlicher Anzahl zwischen unendlich vielen Häusern herumfahren sollten. Das wollte es sehen. Es machte sich also auf den Weg. Von der Waldlichtung, in der es bis jetzt Tag ein, Tag aus gelegen hatte, ging es über einen Holzweg bis zur nächsten Straße. Dort machte es Autostopp und wurde bald von einem Eierlastwagen mitgenommen, der es in die Stadt fuhr. Als es dort ausstieg, machte es große Augen. Das waren ja noch viel mehr Motorräder und noch viel mehr Busse. Und vor allem noch viel mehr Autos. Und das Lustigste war, alle Autos hupten dauernd vor sich her. Das Landstück musste unheimlich lachen. Warum hupen denn alle Autos so? Fragte es ein Autofahrer, der neben ihm stillstand und seinen Arm müde zum Fenster hinaushängen ließ. Wegen dir? Sagte der. Du verstopfst hier alles. Das Stück Land machte vor Schreck einen großen Sprung, direkt in ein Straßencafé, wo augenblicklich viele Tischchen und Stühle umfielen, Gläser klirrten, Eis aus großen Bechern auslief und sich die Leute Erde und Graswurzeln aus den Gesichtern wischten. Was ist denn das für eine elende Sauerei, riefen sie. Und beim Versuch, sich aufzurappeln, stolperten sie über das Land und fielen gleich nochmal hin. In solchen Fällen kommt in der Stadt sehr rasch die Polizei. Sie nahmen das Stück Land mit auf die Wache. Und es musste ganz genau angeben, woher es kam und was es in der Stadt gemacht hatte. Die Nacht verbrachte es dann in einem Einzelzimmer auf der Wache. Und am Morgen legte es die Wolldecken schön ordentlich wieder zusammen. Und dann brachte man es dorthin zurück, wo es hergekommen war. »Na, wie war's in der Stadt?« fragte eine alte Buche. »Nicht schön«, sagte das Land. Der Wind strich durch die Buchenblätter und sie rauschten leise. Der Ausflug ist ja nicht so gut ausgegangen für das Stück Land. Aber mal ganz unter uns. Es kann ja sein, dass euch auch mal ein Stück Land oder Erde in der Stadt begegnet. Also falls das passieren sollte, dann habt einfach ein bisschen Geduld. Es will sich ja vielleicht nur mal umsehen und kennt sich mit dem Verkehr und den vielen Menschen gar nicht so gut aus. Dann seid doch einfach neugierig. Nehmt es an die Hand und wenn es ein bisschen trocken ist, dann gießt einfach ein bisschen Wasser drüber. Zur Erfrischung. Also, in diesem Sinne, bleibt neugierig und bleibt frisch. Bis in 14 Tagen. Tschüss!